So, ich bin jetzt im Game. Ich weiß, ist nur eine Beta, aber ich habe das Gefühl, dass sie. Ich will auch nicht gleich schon meckern. Okay, ich schau dann mal. Alles klar. Ich will nicht meckern, aber man sieht, dass sie, wenn ich klicke, schwebt sie. Da man sieht, die machen nicht einen Schritt, also die richtigen Schritte, sondern die schwebt so ein bisschen immer. Das kenne ich aus anderen Spielen oder ja, aus Filmen oder so, wenn die da laufen, das ist nicht immer schrittgetreu, sondern da sliden die immer so leicht. Und hier ist mir direkt aufgefallen am Anfang. Erstmal ein bisschen hier schauen. Jo, gerne. Aber gut, ist noch eine Beta. Vielleicht wird es auch anders, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Das ist ja safe hier. Ich bin doch so ein Typ, ich muss das auch fühlen, ne? Das muss für mich schön zu laufen sein. Also ist schon okay. Es wäre jetzt, wenn ich klicke und dann da. Da, sie schwebt immer so. Und normalerweise, also bei WoW kenne ich das, dann dreht er sich richtig und läuft. Und hier schwebt sie schon mal in die Richtung. Da, sie schwebt. Ja gut. Ich kann einfach mit der Grafik bei Diablo nichts anfangen. Och, aber hier. Also Diablo 3 war auch nicht so mein Ding von der Grafik her. Was war mir irgendwie zu schlecht, sage ich mal. Aber das mit dem Schnee hier und so. Das ist also der erste Eindruck ist schon mal gut. Näher ranzoomen kann man nicht. Wie in Diablo 3 hält sie da die Offhand. So, was ich sehr gut finde, der Charakter bewegt sich ein bisschen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn da einfach nur ein Typ steht. So, das ist mein Charakter. Nee, ich muss den fühlen, der muss leben. So, und sie bewegt sich jetzt so ein bisschen im Stand. Das finde ich schon mega gut. Ich kann sogar drehen. Cool. Schön 3D modelliert hier. Einen rauszoomen kann ich nicht. Muss aber auch nicht. Ja, nice, sieht gut aus. Das sind die Slots. Kopf, Brust, Hand, Hose, Fuß und Waffe, Nebenhand, Ring, Ring, Hals. Ja. Ist die Beta kostenlos? Die hier, das ist jetzt die Closed Beta. Da musst du das Spiel vorbestellt haben, damit du die spielen kannst hier. Entweder auf PC oder auf Konsolen entsprechend vorbestellen und dann kannst du jetzt dieses Wochenende spielen. Nächste Woche ab Freitag 17 Uhr kann jeder spielen. Das ganze Wochenende. Nächste Woche kann jeder spielen. Egal ob Konsole, PC. Also nächste Woche kann jeder, auch wenn muss es nicht kaufen. Das ist die Open Beta, da kann jeder spielen. Okay, hier sind. Deswegen habe ich unter anderem Diablo 3 gespielt, damit ich schon mal ein bisschen Kenntnis wenigstens kriege. Und das ist hier, ne? Stärke, Intelligenz. Willenskraft, Geschicklichkeit. Okay, also wie in Diablo 3. Angriffsstärke, Rüstung, Leben. Also wie in Diablo 3 quasi. Hier sind wieder meine Materialien. Ah, in Diablo 3 waren ja. War das nicht schon so vorgegeben? Da wusstest du nicht, was es gibt. Hier siehst du schon, was es gibt. Erze, Häute, Monsterteile. Okay, eins nach dem anderen. Wo wollte ich hin? Da. Ah, okay, das ist ein extra Reiter. Währung, Gold. Obolusse. Ach, das ist sowas wie die Blutsplitter, würde ich mal sagen. Das ist begrenzt hier. Roter Staub. Ach, das ist das. Das ist die PvP-Währung. Okay. Stufe 1. Jo, Stärke.
Waffenschaden, Geschwindigkeit, Crit-Trefferschaden, Dornen wieder. Stehe ich überhaupt nicht drauf. Trankladungen 4, okay. Ich glaube, die kann man später auch erhöhen, ne? Rüstungseffekt, Ausweichen, Kälte, die ganzen Widerstände. Abklingzeitreduktion, Geschwindigkeit. Okay, oh, hier extra für PvP, Schadensreduktion, Rüstung. Okay. Das ist erstmal das. Profil, okay, da komme ich auf mein Profil. Auf Privat gesetzt, Spieleroptionen, bearbeiten. Profil ansehen, flüstern, Freunde. Okay, bearbeiten. So, das ist das. Verbrauchsgegenstände, Quest, Aspekte, sortieren. Ah, Sortierbutton. Sehr geil. Aber ein bisschen wenig Platz. Ach so. Ja, werde ich gleich sehen. Aber ich glaube. Stimmt. Alles nimmt ein Slot nur weg, ne? Irgendwie so war das doch. Egal was, alles nimmt nur ein Slot weg. Und deswegen ist das, sieht das jetzt so klein aus, aber ist es gar nicht. Mit Rechtsklick wieder anlegen. Okay. Fähigkeiten. Das ist der Fähigkeiten. Ah, hier kann man aus. Ich wollte gerade sagen. Sieht ein bisschen klein aus. Ah. Das sieht schon besser aus. Paragon gibt es noch nicht in der Beta. Das ist der Fertigkeitenbaum. Okay. Da hatte ich vorhin schon ein bisschen gespielt mit dem Bilder. Da ist hier nämlich Hydra wieder. Da bin ich mal gespannt drauf, wie das aussieht mit der Hydra. Also man kann skillen. Ich habe schon in dem Bild da geskillt. Bis hier Hydra könnte ich mitnehmen und hier sogar Meteor. Und ich glaube bis Inferno und dann war hier irgendwie Schluss. Weil Level 25 kann man ja nur machen. Da kommt man dann nicht so weit. Rauszoomen kann man auch ein bisschen. Okay, und das geht so nach unten. Je mehr Punkte ich nämlich einsetze, umso weiter nach unten komme ich. Okay, das gefällt mir schon ganz gut. Schöne Symbole. Grundfertigkeiten verursachen Schaden und sind immer verfügbar. Okay, das ist sehr aktiv. Hier kann ich auch suchen. Ah, wenn ich jetzt sage, ich will Feuer spielen, gebe ich es entweder ein. Ja, oder drücke auf Feuer. Aber das ist auch Feuer. Ach so, Flammen. Hier steht Feuer, da steht Flammen. Deswegen, okay, also müsste man Feuer und Flammen gibt es dann wahrscheinlich auch. Nee. Kann ich das Wort eingeben? Auch nicht. Also jetzt jedenfalls nicht. Schaden. Ah, okay, es ist okay. Ah, und hier kann ich dann entsprechend die Skills nachher reinziehen. Verzauberung, Stufe 15, 30, also eine können wir machen. Oh, das ist gut. Okay. So, da habe ich das drauf, da habe ich die Karte, da gucke ich gleich. Da habe ich den Fertigkeitenbaum direkt drauf. Okay. Und da auch. Habe ich doppelt belegt. Okay. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Mal eben kurz die Tasten durchgucken. Ah, N ist Clan. Y ist, keine Ahnung, was das für ein Fenster hier. Karte. Ach, das ist wahrscheinlich. Ah, okay. Okay, gehen wir erstmal auf die Karte.
Gut, ich glaube, ich spiele erstmal ein bisschen und dann, wenn ich ein bisschen frei gemacht habe von der Karte, dann kann man auch besser einschätzen, wie groß das so ist. Das ist jetzt das eine spielbare Gebiet hier, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ich komme leider nicht weiter raus. Kann man noch irgendwie markieren, kann ich? Ah, okay. Ach, das sind hier die Quests. Dungeons zurücksetzen gibt es auch. Ach, schade, ich habe gedacht, ich kann irgendwie auf die Weltkarte. So, Sammlungen. Ich habe noch keine Herausforderung abgeschlossen. Ach, das sind die Erfolge. Ja. Okay, da habe ich mir fest vorgenommen, vielleicht mal alle Erfolge schaffen. Zauberer. Mal gucken. Hardcore. Oh, das wird eine Herausforderung. Erreicht Stufe 50 im Hardcore-Modus. Okay. Erreicht 100. Ja. Schaltet zwei legendäre Paragon-Knoten im Hardcore-Modus frei. Ich glaube, das könnte mir gefallen. So, Freunde. Ah, okay, da sind die. Clan ist Clan. Spiel. Komme ich wieder hier hin? Ja, okay. Gab es noch irgendwas? Ah, hier. Aha. Okay, mit S kann ich mir die wahrscheinlich direkt hier unten reinziehen, wa? Was hatte ich eben gedrückt? E. Zoomen. Ja, ist halt auch auf Konsolen verfügbar, ne? Deswegen, man merkt schon überall, dass es so ein bisschen konsolenabhängig ist. Greetings. Ah, okay. Hallo, Lea. Hier kann man sich das alles so Shortcuts drauflegen, okay. Kann ich auch anpassen. Zeigen, warten, tschüss. Okay, Verbrauchsgegenstände sogar. Chat, Freunde. Ah, okay. So, da habe ich die Tränke. Ah, okay, springen ist das. Hiermit kommt ihr schnell aus brenzligen Situationen. Oh shit. Muss ich mir wieder auf eine Taste legen, wa? Oh Mann, ey. Was war das? Leertaste? Jetzt sag nicht, ich kann die Taste nicht umbelegen. Einfügen, entfernen. Wo ist denn Leertaste? Da, entrinnen. Ach, entrinnen heißt das. Okay. Heildings, mache ich das dahin. Interaktion erzwingen. So. Irgendwie, okay, ich habe vor mir immer so ein Licht, woher auch immer das kommt. Okay, hier ist die Quest. Das ist die Karte, das ist die Minimap. Stufe 2 spiele, steht da oben, wo ich bin. Uhrzeit. Chat. Okay, jetzt will ich mal gucken. Okay, das wird umrandet.
Okay, zerfällt schon mal ganz gut. Okay. Verschwinden die auch wieder. Also er liegt auch ein bisschen im Schnee, das ist auch gut. Also nicht so drauf gemacht irgendwie. Das sieht schon nach was aus. Okay, Gegner. Das ist nämlich auch meine Frage. Verschwinden Gegner? Oder so wie hier bleiben die? Also jetzt anscheinend bleiben die liegen. Weil wenn hier ganz viele Gegner sind und die alle platt machst, wäre schon toll, wenn die alle so liegen bleiben. Und man sieht richtig so den Friedhof da. Ich bin noch mal gespannt, was es so an Items gibt. Okay. Wölfe liegen da immer noch. Aber ich finde das gut mit dem Schnee. Das hat so ein bisschen was. Da kann man rüberlaufen, dann explodieren die. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Ah, aber jetzt die verschwinden. Aber das Blut bleibt. Ja. Okay. Ich gehe mal nach oben. Ja, kleinere Lecks sind schon drin. Und es kann nicht an meinem Rechner liegen. Okay, Straße blockiert, sagt sie. Haut die mit dem Stab zu, oder was ist das hier? Lehrlingszauberstab. 18 Schaden pro Sekunde. Glückstrefferchance. Verlinken kann man das auch ablegen. Ja, bin ich mal gespannt, ob ich hier gleich mein erstes Item kriege. Regeneriert sich mein Leben eigentlich? Sollte dieser Wert auf 0 sinken, sterbt ihr. 36 von 40. Nee, geht nicht von alleine hoch. Okay. Mana. Und da komme ich, ne? Ja. So, wo ist mein erstes Diablo 4 Item? Da ist nur Gold. Mein erstes Item. Gold. Gold. Der liegt immer noch hier. Cool. Ah, da kann man rüberlaufen und geht das auch kaputt. Ah, cool. Feuer sieht auch geil aus. Die Glut.
Ah, das war ein Erfahrungsbalken. Another abandoned town. Demons everywhere. Fangs in the dark. Gah! He bit me. Careful. He's a wild one. So, wie sehen diese aus? What's it to you?